Ein Arbeitstag beginnt an der Waldbahnstrecke von Kovasno nach Komandeu. Im Hof des Betriebes für Holzgewinnung und Transport steht auch die Lokomotivremise. Diese Waldbahnstrecke in Mittelrumänien ist durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet. Sie ist die älteste und sie hat einen ganz speziellen Betriebsablauf. Zunächst einmal beginnt der Tag mit den Vorbereitungen an der Lok. Diese hier wurde 1982 im rumänischen Regin gebaut. Mit ihren 150 PS schafft sie mit Last eine Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde. Kovasna, in einem reizvollen Teil der Karpaten, erreichte durch seine Quellen weithin den Ruhm als Heilbad. Doch davon ist hier draußen nichts mehr zu spüren. Nur der unendlich erscheinende Wald lädt ein. Wanderungen dürften allerdings im Winterschnee recht beschwerlich sein. Zum morgendlichen Ritual gehört die Versorgung der Lok mit Brennholz. Natürlich ließen sich in ihrem Kessel auch Kohlen verfeuern, diese wären sogar billiger, doch es gibt zu wenige in Rumänien. Also greifen die Waldbahner auf das zurück, was sie zur Genüge haben, auf das Holz. Sozusagen ofengerecht bereiten die Arbeiter das Brennholz auf und verstauen es möglichst platzsparend auf der Lok. Der erste Wagen des Zuges wird zum Holztender. Der Ausgangspunkt dieser Waldbahnstrecke liegt dicht beim Regelspurbahnhof Kovasna. Als 1888 die Stadt ihren Eisenbahnanschluss erhielt, gehörte Siebenbürgen zum Königreich Ungarn.
Die ebenfalls ungarische Gesellschaft für Forstindustrie baute zu jener Zeit mehrere Waldbahnlinien. Nur 2 Jahre nach ihrer Eröffnung, also schon 1892, begann auf dieser Strecke der Personenverkehr. Zwar nur über 6 Kilometer, doch immerhin war dies der erste Reiseverkehr auf einer 760 mm Spur in Siebenbürgen. Aber die Zeit mit Fahrgästen auf den kleinen Spuren durch Rumäniens Wälder ist längst vorbei. Heute wird nur noch Holz transportiert. Das Besondere dieser Strecke, sie verläuft in 2 Ebenen. Kovasna liegt rund 600 Meter hoch, doch das Holz kommt aus Regionen um fast 1100 Meter. Der untere Streckenteil steigt zunächst auf 686 Meter an. Hier ist die Lok mit leeren Wagen unterwegs zur Beladungsstelle.
Der Karpatenwinter hat seine Tücken. Da muss der Zug eben warten, bis das Gleis vom Eis beräumt ist. Zu den bemerkenswertesten Lokomotiven, die auf dieser Strecke einst eingesetzt waren, gehörten zwei sächsische 4K, die 1896 und 1912 gebauten Hartmann-Loks fuhren aber nach dem Krieg in Ungarn. Der Zwischenbahnhof für die Zugbildung ist erreicht. Hier werden zunächst die Wasservorräte ergänzt. Ein Helfer reicht dem Heizer Holz vom ersten Wagen herüber. Recht eigenwillig ist auch die Technologie des Parallelrangierens. Mithilfe eines Stahlseiles werden die Wagen auf den benachbarten Stumpfgleisen bewegt. So kann die Lok ziehen, ohne sich selbst zu blockieren.
und weiter rollt der Zug bergauf. Erstaunlich, wie die hochbeladenen Wagen dennoch keinerlei Instabilität zeigen. Immerhin umfasst jede einzelne Ladung rund 10 Festmeter Roh- oder Schnittholz. Der Zug hat seinen unteren Endpunkt erreicht. Wie eine Schleuse beim Schiffsverkehr schafft hier eine Standseilbahn die Verbindung zwischen oberem und unterem Streckenteil. Auf einer Plattform werden die Wagen einzeln nach oben oder unten gebracht. Diese Standseilbahn ist die einzige Anlage ihrer Art, die in den rumänischen Wäldern noch betrieben wird. Entsprechend veraltet ist auch ihre Technik, völlig überlebt die Technologie. Arbeitskräfte aber gibt es zur Genüge. So zieht auch ein Pferd statt einer Seilwinde die Waggons einzeln vom Zug heran oder zum Zug hin. Altertümlich erscheint uns auch das Befestigen der Last auf der Plattform. Da in jedem Falle der schwerere Wagen von oben nach unten gebracht wird, lässt sich diese Standseilbahn ohne jegliche Fremdenergie betreiben. An der Kreuzungsstelle gibt es einen kurzen Aufenthalt. Um die Massegegensätze der beiden Plattformen nicht zu groß werden zu lassen, tauschen die Arbeiter hier die Ausgleichsgewichte aus. Jedes einzelne wiegt 50 Kilogramm. Thank you.
Mit diesem Steuerrad wird eine Bremse bedient, damit nicht dennoch einmal die Wagen völlig unkontrolliert am Seil hängen. Und wieder wartet der billige Hafermotor auf seine Last. Die Standseilbahn bewältigt auf 1236 Meter Länge einen Höhenunterschied von 327 Meter. Die größte Neigung beträgt dabei 280 Promille. Die Spurweite liegt genau um 15 mm über der der Regelspur. Interessenten können dies alles auch an Ort und Stelle nachlesen. Der Betrieb auf dem oberen Streckenabschnitt unterscheidet sich nicht vom unteren Teil. Werktags fahren nur zwei Züge, einer vormittags, einer mittags. Insgesamt ist die Waldbahn von Kovasna nach Komandeo fast 19 Kilometer lang. Der obere Abschnitt mit 10 Kilometern das längere Teilstück. Die kurzen, aber starken Steigungen fordern von der kleinen Lok Schwerstarbeit. Erstaunlich, was sich auch mit Holzfeuerung an Kraft erzeugen lässt.
Auch die von Comandeu aus eingesetzte Lok ist eine rumänische. Sie wurde 1951 bei Sovrometal in Resita gebaut. Vierfach gekuppelt, bewältigt sie Zuglasten bis zu 96 Tonnen. Für die 10 Kilometer von Comandeu zur Bergstation der Standseilbahn benötigt sie 3 Festmeter an Brennholz. Nach Fahrplan wird hier nicht gefahren, sondern so schnell wie möglich. Da ist eben auch manche Zwangspause einzukalkulieren, bis wieder genügend Dampf im Kessel ist. Die nicht viel mehr als 100 Bewohner von Comandeu leben alle vom Holz. Entweder als Waldarbeiter oder als Eisenbahner. Auch zum Tagesende wird noch einmal rangiert. Schwer ist der Waldbahnbetrieb abseits größerer Ortschaften. Ob er den Eisenbahnern ebenso romantisch erscheint wie den gelegentlichen Bahntouristen?